Wird das Gebet angenommen, wenn der Abstand zwischen den Musallin, zwischen den Betenden, ungefähr 1,5 bis 2 Meter beträgt? Ihr solltet erstmal wissen, zwischen Annahme und Gültigkeit gibt es einen Unterschied. Wir reden immer darüber, ob das Gebet gültig ist. Annahme ist nur bei Allah, ob er annimmt oder nicht, wallahu a'lam. Wenn jemand mit Ikhlas betet und nach der Weise des Propheten, wissen wir, dass er diese Tat annimmt. Wenn er aber eine von den beiden Dingen nicht erfüllt, dann wird diese Tat nicht angenommen. Die Sache ist so, dass die Entfernung oder beziehungsweise, dass die Betenden Fuß an Fuß, Schulter an Schulter, Knie an Knie stehen müssen, und das ist die richtige Weise, wie es uns von der Sunna beigebracht wurde, ist keine Richtigkeitsbedingung für das Gebet. Das heißt, wenn es keine Richtigkeitsbedingung ist, dann selbst wenn man so nicht betet, ist das Gebet gültig. Auch jetzt der Adhan, wenn man den Adhan, obwohl der Adhan gemacht werden sollte, wenn man den Adhan nicht macht, ist das Gebet gültig oder nicht? Richtig, weil der Adhan ist keine Richtigkeitsbedingung. Mafhum? Wallahu ta'ala ala wa'alam.